Hector hat eine verkackte Entscheidung getroffen. Araza hat beim ersten Mal eine verkackte Entscheidung getroffen. Also ja, beim Saraza war es ja klar. Ich weiß nicht, hast du schon zu Ende geguckt? Ich hab das noch gar nicht angeschaut. Noch keine einzige. Auf jeden Fall kannst du zum Ende, gibt es erstmal zwischen zwei Entscheidungsmöglichkeiten, wie ein Ende ausgeht. Und dann kannst du bei der einen Entscheidungsmöglichkeit am Ende. Ja, beim Saraza war es ja klar. Nochmal zwei verschiedene Enden. Ich weiß nicht, und Saraza nimmt das, was mich am, das, was ich wirklich machen würde, mit der allerletzte Entscheidung, die er nochmal zeigen will im Video. Also, ich hab es nie angeschaut, weil mir die Grafik einfach schlichtweg nicht gefällt. Oh, ich hab's, ich find's so geil. Mag das nicht, und man spielt doch so einen Hauptcharakter, so ein Kind, oder? In Season 2, ja. Okay, und das gefällt mir auch nicht. Weil mich hat wirklich der Sohn vom Rick tierisch aufgeregt bisher. In den ganzen Fernsehfolgen, Episoden, was auch immer. Ja, aber Clementine ist eigentlich ganz cool. Ich schaue es mir vielleicht irgendwann mal an, aber das wäre echt viel zu gucken wahrscheinlich, nicht wahr? Naja, wenn du von Season 1 anfängst, ja. Männer würde ich von 1 anfangen. Ich habe erst mit Season 2 eingestiegen, oder fehlt dir halt ein bisschen vor bis. So, okay, das Battle beginnt. Jetzt muss ich erstmal den Ton wieder hoch machen. Ich allein gegen Holy. Ja, immer wow. Gegen mich. Die haben sogar jetzt die Warnung eingefügt, watch your landing speed. Riechst du zu mir, Rafus, du darfst nicht mit 20 km/h landen, sonst stirbst du. Was macht er? Er landet mit 20 km/h tot. Idiot. Richtig hart. So, letztes Mal. Die Maden sind da! Letztes die Mal was. Maden! 3,7. So, hier ist eine Air Station. Mal gucken. 2,4. Die ist mir auch zu weit weg. Wo ist das Airfield? Oh, ich gehe zum Airfield. Jetzt habe ich wieder. Super. Mail. Wie man einfach auf 1500 Meter atmen kann. Ohne Atemgerät. Klar. Findest du das auch so logisch wie ich? Ja. Oh Gott, die sind alle schon da unten. Hast du im Apple Store was gekauft? Nö, hab ich nicht. Schön. Oh mein Gott, wie ich mit 50k live überlebt habe. Hey, wir haben einen Viewer, wie geil. Scheiße, selber? Da kommt jemand vor mir ans Airfield. Verdammt, mein Wasserelementar ist gestorben. Wie viel Prozent habe ich? Ja, 71%. Scheiße, ich bin sofort tot, sag ich dir. Ich habe den Fallschirm viel zu früh aufgemacht. Soll nichts mit sofort tot sein zu tun. Ja, aber ich meine, unten sind schon alle gelandet beinahe. In der Stadt neben dem Airfield. Und einer fliegt direkt aufs Airfield unter mir zu. Der ist sicher noch, der ist fast am Landen. Und ich bin noch 1000 Meter hoch. Knapp. Ich bin so MLG. Oder MLS. Major League Surviving. Ah. Hast du da was für 82 Euro? Ja, 73%. Na los, ja. Oh, ich geh erstmal da runter. Ich überlege, ich habe jetzt schon 40% gemacht, ja. Ich habe letztens schon bei 10% voll abgefuckt, hatte keinen Bock mehr auf WoW und hab dann ausgemacht. Halt durch, Holy. Ach, da steht doch 1000 Karren am Airfield, genau. Ja, der Typ ist gelandet. Das ist schlecht. Ich gehe einfach da nach hinten. Ja, ich halte durch. Ich habe jetzt schon 40% gemacht. Ich habe gerade 20% in einer Viertelstunde gemacht. Das ist echt gut eigentlich. Boah, 5 sind schon tot, Alter. Das fängt gerade erst an. 5 Schuss, 5 Tote, ne? Kommt drauf an. Ein paar sind sich auf den Boden aufgeklatscht und gestorben. So wie immer. Schau mal, erst ab 250 Metern hört man Sound. Wie im echten Leben. Klar. So, ich klatsche jetzt erstmal auch voll auf den Boden auf. Nein, mache ich nicht. Ich bin nämlich ein vorsichtiger Survivor. Zack, tot. Yay, ich lebe. Okay. Loot! Der Ref braucht Loot.
76 Puls. Wer hat hier schon wieder meine Maden getötet? Oh Scheiße, da kommt ein Auto hinter mir. Scheiße! Der will mich überfahren! Er sieht mich nicht mehr. Oh Gott, er sieht mich, er sieht mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilf mir! Ich kann grad nichts. Scheiße, hat der schon eine Waffe? Sicher hat der schon eine Waffe. Ich dich nur jammern. LOL, er hat sich umgebracht! LOL! Der ist mit dem Auto gegen die Wand gefahren und gestorben. Bist du? Du hast ihn getötet, wie es verlangt. MLG. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Vielleicht packt er auch nur da oben. Jetzt ist er definitiv tot. Da kam eine Todesmeldung? Ja, da kamen ein paar Todesmeldungen. Lol, wie doof ist der bitte? Ich hasse dieses Inventar. Heb die scheiß First Aid Kits auf, du Arsch. Wie doof. Wo ist die rote Zone? Noch nicht da. Wie geil. Er fährt einfach so gegen das scheiß... Das scheiß Ding hier. Warum hebt er die First Aid Kits nicht auf, verdammt. Maden gespawnt! Ist da ein Heli? Oh ne, das ist der Osprey. Ich will doch nur eine Sniper. Was ist das zu viel verlangt? Und ein Backpack wäre schön. Boah, ist das easy, diese Maden zu töten. Als Mage ist das echt free, Dude, Alter. Magician. Das ist einfach nur Magic, ist das, ja. Jetzt sag keiner auf Magic. Magic. Ja, 80%, nur noch 20%. Alter, warum bin ich nicht vorher auf die Idee, so zu leveln gekommen? Oh Mann. Wäre so einfach gewesen. Ich wäre schon seit Wochen 90. Nehmt die Medikits mit. Bei mir wird er keine Medikits mitnehmen. Hast du nicht verdient? Ich bin gern gesund, ich brauche keine Medikits. Nein! Bei vier Mächten leben. Vor allem der Server, mit dem ich mit der Magier bin, hat echt Vorteile. Hier sind keine Allies, die dich angreifen können. Weil ich auf einem PvE-Server mit dem bin. Boah, diese Bremsen sind einfach total geil von den Autos. Also ich wollte ja noch. Wann hast du das nächste Mal Ferien? Keine Ahnung. Dann können wir da das nicht mal mit dem PvE machen, dass du es dir angucken kannst. Stimmt. Jetzt habe ich auch eine Pistole und ein größeres Barkpack. Das ist doch sehr gut. Na, behalten wir die Tarnung. Also ich würde dieses Horror-Arma-3-Dings mal gern ausprobieren, was ich jetzt beim Mulder gesehen habe. Gleich weggeschossen, gleich weggeschossen. Komm, eine M4 werde ich doch wohl finden. Eigentlich müsste die rote Zone jetzt schon anfangen. Eine Vermin. Die mag ich lieber. Rote zu auf diesem Arsch der Map. Leute, meine eigenen Schritte haben mich gerade wie sau erschreckt. Raven West, ich habe keine Ahnung, welche Westen hier groß sind und welche nicht. Mal sehen, ob ich jetzt die Medikits aufheben will. Soll ich mich selber ins Knie schießen? Mal ausprobieren, Patrick? Ich würde lachen. Wenn es gehen würde. Morphin bei. Ja, er hebt die Medikits auf. Ich bin so glücklich. Hä? Mein Charakter hat mich so glücklich gemacht, indem er die Medikits mal aufgehoben hat. Yeah, ich bin gleich fertig mit Level 11.
ich habe 82%, Alter. Ich habe jetzt 50%, halbe, dreiviertel Stunde gemacht oder so. Hm. Nicht mal. Wenn überhaupt, halbe Stunde würde ich behaupten. Ich würde sagen, leucht bei dir. Alter, das ist wow, das beste Chance, Level. Chance. So level ich ab jetzt jeden Schaf von 85 an. Jetzt schwebt hier noch das Loot rum. In dieses High-End-Level-Gebiet gehen und Massenpull auf die Mini-Viecher machen. Ich muss sagen, das Auto hat eine richtig geile Beschleunigung und eine geile Bremskraft. Oh, das große Backpack ist hier, aber ich glaube, das brauche ich gar nicht. Ich brauche ein Barrett, das ist, was ich will. Jeder braucht doch ein Barrett. Dann können wir auch bald Standalone mal wieder zusammen spielen, ne? Mhm. Mit guten FPS. Dann kann ich auch mal helfen in dem Spiel. Dann bist du auch mal nützlich. Ja, bis jetzt war ich ja echt nutzlos, weil ich nie was machen konnte. Dann gibt's nur noch Headshots, stimmt's? Ja. Weil wie gesagt, bis jetzt konnte ich ja nie was in dem Spiel wirklich machen. Das siehst du wahr. Oh, eine Katiba, die ist natürlich besser als meine. Nein, ich will die Katiba, nicht die Vermin. Boah, ich habe ein Magazin für die. Das ist nicht sehr gut, aber die hat hohen Damage. Leute, ich habe gerade so eine Hip-Hop-Gangstermütze mit Headset angebaut gehabt. Das ist die Gamer-Mütze. Oh yeah. Ich hasse die Autos in Arma 3. Der SUV ist so pott hässlich in diesem Spiel. 86%. Oh Gott, ich bin ejected. What the fuck? Ich bin ausgenockt unter meinem eigenen Auto. Ich habe aber, glaube ich, kein Damage bekommen. Bessere Frage, warum ejectest du? Ich wollte scrollen und get out machen. Er ist auf eject gegangen, das Auto fährt noch weiter, weil es so scheiße ist. Aber normalerweise hält das Auto an, wenn man get out macht. Das ist noch komisch in Arma 3. Einen Silencer. Aber von dem 4. Das Auto hält an, wenn du get out ja, machst. Das ist ein Bug. Manchmal hat man die Option get out und dann hält es einfach plötzlich an. So, ich hole jetzt lieber das Backpack. Nein, das wollte ich nicht. So. Verdammt. Also das Inventar gefällt mir nicht besonders. Scheiß drauf, lass die Box doch liegen. Rangefinder. Manchmal hebt er einfach nicht das auf, was er aufheben soll. Tralala, was ist das für ein scheiß Tower, bitte? Ach nee, der geht erst... Achso, da muss ich durchgehen, achso. Medikit, Medikit. Jetzt pisst's auch noch. Komm noch, 10%. Ja, eine M4. Ich nehme lieber die M4, weil ich da mehr Munition habe. Oh, hier ist noch eine Gruppe Maden. Und ein Silencer, das ist doch schön. So. Habe ich schon mal 4 Magazine? Das hier war nicht M4. Was ist hier? 1, 2 Flares. Jetzt gucken wir mal, wie wir jemand hier sehen. Den Tower finde ich schon mal ganz cool hier. Map. Noch immer nichts. Ja, ich gehe mal weiter looten. Ah, doch, da ist jemand. Hallo, Mister. Gott, das Ranging ist komplett falsch eingestellt von der M4. Gehe ich mal auf 300. Oh, hier ist ein Rare Mob. Angreifen.
Der Typ versteckt sich vor mir. Oh fuck, ich hätte Eisblock machen sollen. Warum habe ich keinen Eisblock gemacht, Rev? Warum? Weil du dämlich bist. Und zwar richtig hart. Glaube ich auch gerade. Ja, ja. Was schreibt der nun schon wieder? Achso. Leute, ich hätte das Bummer, den Mob ist hier, das kann gar nicht sein. Ich glaube, das ist wieder buggt. Mann, der hätte mir so viel EP gebracht. Der Typ versteckt sich vor mir. Das ist inakzeptabel. Ich glaube, ich wechsle jetzt Position. Den bekomme ich schon noch, aber jetzt nicht. Ein guter Jäger muss auch mal geduldig sein. Gehe ich wieder auf Full Auto und wieder auf 100 Meter. Dann passt das so. So, mein Auto lasse ich mal einfach da stehen. Oh, hier ist eine Tür offen. Okay, ich kann das komische Vieh aber auf jeden Fall looten. Ich habe nur keine AP bekommen. Weil ich kann cool, das Vieh looten. Was. Oh, ich hab ein Schimek. Oh, nice. Ich habe so Bandit-Dings jetzt auf. In grün. Ich bin der grüne Bandit. Deswegen hat mir nicht mal gute Loot gebracht. Aber... Ich feiere meine Kopfbedeckung. So, schaut mal hier, ich bin böse. Eine Katiba mit mehr Munition, aber ich bleib bei der M4. Obwohl. Nee, M4 habe ich Silencer, das ist besser. Was haben wir? Das haben wir doch schon angeschaut. Ich bin so blöd. Anderer Scheiß. Ich baue eine Sniper, das ist was ich will. Geht sicher nur raus. Eine MG will ich auch nicht. Nur noch 6% oh. Rev! Boah, LRR, die Max, LRR sind noch Lapua Max, nicht wahr? Ja. Oh mein Gott, hier gibt's eine Lapua, die brauche ich sofort. Ich hätte 2 Lapua Max, glaube ich. LDRR. Jetzt gehe ich auf die Suche nach der Lapua. Noch 2 Madengruppen und ich habe es geschafft. Okay, einen habe ich schon mal gefunden. Blue Circle. Ugh, ich muss aus der Militärbase raus. Ach scheiße. So. Die Area ist nicht in der auf dem Airfield. Das heißt, ich muss das Airfield irgendwie verlassen. Das ist natürlich doof, ne? Yep, weil hier kann ich jetzt ganz ruhig nach einem Sniper suchen. Ich habe immer noch 5 Minuten. Oh, was ist hier? Noch eine M4. Es reimt sich. Ref, noch eine Mobgruppe! Ist doch toll. Hab ich's endlich gepackt, dann ist es vorbei, der Horror. Ich hab einmal ein Lapua-Mac, hab ich. Eins. Komm, die paar Hangars loot ich noch, dann schnapp ich mir irgendein Auto und fahr weg. Oh, das sieht nach Maden aus. Nein, die sind keine Maden. Das könnte eine Katiba sein. Ja, nein, ist es nicht. Ich brauche einen Scope. Haben sie schon wieder auf 200 Meter geranged? Ich verstehe das nicht. Die Maden müssen viel schneller spawnen. Viel, viel schneller. Ich sollte mal schneller laufen. Viel zu wenige Maden hier. Ich brauche mehr Maden. Maden! Bitte lass das Auto voll sein. Hoppla. Ja, das geht. Okay, wie fahre ich jetzt am besten? Straight durch. Cool, ich habe sogar Backpack seitlich.
Cool. Noch etwas Zeit habe ich noch. Aber der hat jetzt sicher schon alles gelootet. Und jeden Sniper sich gekrallt, den er gefunden hat. Da oben ist sicher auch jemand. Scheiß drauf, ich fahre einfach in die Stadt rein, wo jeder Arsch ist. Das mache ich ganz bestimmt nicht. Ich habe schon einen Platz, wo ich jetzt hinfahren werde. Aber ich hasse die AMA 3 Autosteuerung. Das kann ich nur aufbedrohen. Hey, Mr. Zweiter Viewer, was geht? Schön, dich zu sehen. Du merkst heute, ich bin Fame. Oh ja. Fame wird weiter. Ja. Ja, ist mal unsichtbar. Ich glaub, der da. Unsichtbar. Ich kann dich nicht mehr hören, weil du unsichtbar bist. Nein, nicht gegen die Felsen fahren. Fein. Okay, Ref. Ja. Mach dich bereit. Es sind noch 2,5%. Ich bin jetzt im Mock. Let's fleet. Let's fleet. Wastelands und jetzt kommt die eisige Kugel und los geht's. Ihr steppt alle. Ich hab für jeden einen toten Pfeil. Nein! Es fehlen mir 0,04%. Ich wette, oben ist jemand. Aber ich fahr direkt drauf zu. Warum auch nicht? Hast du gehört? Ja, ich hab's gehört. Oh Mann. Du bist einfach schlecht. Oh, jetzt leerlege ich so einen spektralen Raum, Alter. Keine Chance. Geht erstmal ins Deep Freeze. Ich fahr mit dem Auto weiter, weil ich einfach null Cover hab. Das Auto ist mein einziges wandelndes Cover-Ding. Island. Ach, vielleicht ist hier auch niemand. Guck mal, das ist einfach nur so ein scheiß Turm. Ach cool, ja. Fahr durch die Felsen. Na, hier ist ein Auto. Mann! Was? Oh mein Gott, ich hab Angst. Ich fahr oh mein Gott, ich hab Angst. Jetzt fehlen mir noch 0,01%. Leckt mir doch die Eier, Alter. Ohne Spaß. Das Auto ist nicht hier... Ich glaube nicht, dass das hier so spawnt. Niemals. Jetzt mal mit den guten alten 3 Armor Rush Tactics von... Ja, back dich ruhig fest! Back dich ruhig fest! So. Die Tür ist offen, da war schon jemand. Level 90! Level 90! Hallo, wo bleibt das GZ, Penner? Ey, du scheiß dreckiger Nazi-Mod. Gib mir das... Yeah, Bro. Scheiß Nazi. Weckt euch. Wir spielen kein CSGO. Okay. Okay, es ist safe. Cool. Schmeißt der was ab? Ich hab ne Granate gehört. Irgendjemand schmeißt die Granaten. Nimm das. So. So, mein lieber Granatenfreund. Ich habe eine neue Robe, eine neue Hose, einen neuen Ring und neue Schmuckstücke. Ich guck mal auf die Map. Wo sind wir denn gerade? Wir sind bei... Was ist mein GPS nicht auf der Map auf? 3549. Wir sind hier. Boah, das ist eigentlich eine ganz gute Position. Dann check ich mal das Gebäude nach Loot ab. Was haben wir hier? Uninteressant. Loot! Ja, ein Scope. Ein Scope. Auch wenn es nur ein Holoscope ist, aber Scope ist Scope. Scope ist Scope. Ah, das ist viel besser.
So, sag du Bescheid, wenn du fertig bist. Na, noch lebe ich. So, wenn es dem Ende zugeht nachher und dann... Ich mache in der Zeit hier ein bisschen Gier sammeln schon mal. Kennst du das, wenn man immer diesem Kreis hinterherläuft? Nein. Welchen Kreis? Die Zone, in der man nicht stirbt. Natürlich läufst du da immer hinterher. Also ich bin gerade mittendrin, ich brauche nur warten, bis sie kleiner wird und alle hierher kommen. Wo ist denn die Stadt nochmal? Das habe ich auch schon mal geschafft, ja. Das ist ganz locker gerade, hab die komplette Ausrüstung bis auf eine Sniper, die fehlt mir noch. Ein Holosight, das ist gut. Da ist was explodiert. Guck ich da mal rüber. Ich trau mich nicht, ich hab Angst. Mit dem guten Rangefinder. Das sind zwei Autos gecrashed, what the fuck? Die 8 haben wir gerade gemacht. Sind auch Spieler? Oh mein Gott, diese Sounds sind manchmal so komisch, dass ich einen Herzinfarkt bekomme. Ja. Genau. Nee, ich meine, wenn du eine Animation anfängst und dich gleichzeitig in eine andere Richtung drehst, klingt's nicht so, als wären es deine eigenen Geräusche. Auch da drüben ist eine Militärbase. Da werden die meisten wohl hin sein, die ein Auto haben. Da ist noch was. Wie weit ist das denn bitte weg? Das ist südöstlich von mir. Das ist die Air Station. Nee, das ist eigentlich nicht so gut. Das wäre die Mitte. Ja, da gehe ich noch nicht hin. Wow, 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 fuck! Fuck, Alter, bin ich erschrocken. Okay, oh mein Gott, fuck. Reloading! Alter, bin ich erschrocken! Der hat mich nicht einmal getroffen! Nicht einmal! War wie so ein großer auf dich geschossen. Ich hab ihn aber auch, glaube ich, nicht erwischt. Komm schon. Er kommt wieder, er kommt wieder. No, er glitscht durch die Wand. Hab ihn. Was po was killt. Cheater. Er hat ein besseres Scope als ich, das ist schon mal nice. Und da ist sein Leiche glitscht einfach da an der Wand. Ich glaube, er war alleine. Jetzt mache ich aber lieber die Tür zu. So, was hat der gute Mann? Ach, euer Ernst? Ich suche Stoffrüstung und ich krieg 4-mal Leder. Wollt ihr mich ja nicht verarschen? Der war nicht so gut ausgerüstet wie ich. Habe ich einen Schalldämpfer auf der Waffe? Nein, habe ich nicht. Ich will meinen Schalldämpfer haben.
das ist doch schon mal was Gutes. So, ja, habe ich voll ausgerüstete M4, das ist doch schon mal geil. So, ich habe jetzt die habe ich. So, zonemäßig bin ich noch drin, aber ich müsste mich langsam wegbewegen. Habe ich. Habe ich. Okay. Wie viele leben denn noch? Das könnte man auch wieder kommen, die Information. Die hat mich nicht einmal getroffen, ich muss mich nicht mehr verarzten. Nope. Ich glaube, das war sein Wagen. Ich mach die Sounds mal lauter. Zehn sind's noch. Okay. Tausend Meter bis zur Mitte. So. Sehen tue ich aber auch keinen. Da oben ist, glaube ich, jemand. Nein! Nicht springen! Oh mein Gott, wenn ich jetzt gestorben wäre! Ich glaube, da drin war gerade jemand. Ja, da ist jemand. Zum Glück, dass der Typ dich nicht schreien hören kann, ey. Das sind 700 Meter, der wird mich nie hören. 700 Meter bei deiner Lautstärke gerade? Easy Mode. So laut war ich nicht. Stimmt, lauter. Oh mein Gott, ich bin so... Ich hab B drücken wollen, hab V erwischt und er springt halt fast von dem scheiß Teil runter. Ah. Und hier glitscht die Leiche einfach weiter. Wie schön. Ja, ich mach mich dann in die Richtung mal zu Fuß auf. Bisschen dämlich mit dem Ranging die ganze Zeit. Ach, da... Ich kann ja gar nicht rangen gerade eben. Warum auch immer, ich kann nicht rangen. Geht wahrscheinlich mit der M4 nicht. Lol. Alter, ich hab mich fast tot geglitscht. Bin die Treppe runter gelaufen, hab Damage bekommen. Oh mein Gott. Echt unser kleiner Noob, ne? Krieg du erstmal auch mal 3 von Maurice. Es wäre ein Wunder, wenn du das hinbekommst. Ganz ehrlich, wenn ich auf den warte, bin ich alt. Ja. So. Dann gehen wir doch mal Richtung Zone. Map has been updated. Ja, ich geh mal darüber. Klingt vielleicht gemein von mir, ist aber die Wahrheit. Ich gucke jetzt mal auf die Map. Die Mitte ist hier. Dann gehe ich mal dorthin. Das ist nicht mein Gebiet hier. Ich muss in den Wald. Irgendwie geht es auf Stratis ganz wenig Wälder. Lauf, lieber Forrest. Na, Vater? Los. Nix. Nee, range-technik geht's dann. Technisch geht da nix. Ich finde es krass, dass Arma immer noch 60 Euro kostet und Spiele wie Far Cry 3 oder sowas schon viel, viel reduzierter sind. Aber Arma 3 aber auch mehr gespielt wird noch. Ja, und weiß auch mehr für die Entwicklung. Muss man denken, wie so ein Spiel, wie lange Entwicklungszeit das braucht.
Aber ich hab's ja für 20 bekommen, also ich bin ganz glücklich. Wie das denn? Ich hab's in der Alpha gekauft. Ja, okay. Mann, wie viel geiles, wie viel zeitloses Gear ich kriege, das ist so schön. Wo gehe ich jetzt am besten hin? Ich brauche eine gute Pose. Oh, okay, das ist jetzt nicht so das für mich, aber egal. So. Ah, die Position ist scheiße. Wenn da ein Busch jetzt oben wäre. Jetzt gehe ich zu 28. Dass ich mir jetzt gerade frage, ob diese Airbase noch in der Zone ist. Oder ob die schon außerhalb ist. Oh Gott, ich bin so open hier. 8 Leute sind es noch. Mal sehen. Da drüben wird sicher einer sein. Okay, die Büsche, das sind jetzt meine Büsche. Das sind jetzt meine Büsche. Die gehören jetzt allein mir. So, meine Büsche sind das. Die Airbase ist auch noch in der Zone. Zum Outpost habe ich 500 Meter, zur Airbase habe ich 700. Wie gut sieht man mich? Ich lege mich jetzt mal hin. Ah, die Pose gefällt mir. Oh, Schüsse. Schüsse bei der Station, schätze ich. Ja, ich sehe einen Spieler. Kontakt, 550 Meter. Schafft das eine M4? Ich glaube nicht. Okay, wo ist der Kleine hin? Oh, Spellox da. Ich hab grad ein komisches Geräusch links von mir gehört. So ein armer Menü-Sound irgendwie. Sieben Leute. Hab ich Tracer geladen? Sag mir nicht, dass ich Tracer geladen habe. Oh Gott, ich hab nur einen Mac ohne Tracer. Das ist nicht mal voll. Oh, da ist der Typ. Das hab ich auch erledigt. Dann hab ich auch noch. Hier, okay. Der Typ hat gerade noch jemand gekillt. Oder wurde gekillt. Auch nicht das, was ich brauche. Ich brauche noch Kopf, Schultern, Gürtel, Hände. So. Ich sehe den Typen. Da oben die Truhe und da links die Truhe, okay. Haben getroffen. Wie lange wird es bei dir noch dauern? 5 Leben noch. Oh Gott, ich habe noch 17 Schuss. Schau, Tracer sind halt die Schüsse, die man fliegen sieht. Also diese rot fliegenden Schüsse oder sowas. Ja. Und ich habe nur Tracer Max, bis auf 1. Und ich hasse die Tracer. Weil die jeder Arsch dann zurückverfolgen kann. Logisch. Der Typ hockt jetzt im Haus. Wie sieht es mit der Zone aus? Wo bin ich eigentlich? Ich guck jetzt nochmal. 38, 44. Da und da, okay. Ich bin hier. Wie kann ich dort sein? Hä? Ja,
Ja, doch, ich bin dort. Wie ich nur Pisse rauskriege. Der campt im Haus, aber das Haus wird bald aus der Zone ausgeschlossen sein, genau wie ich. Das heißt, hier ist die Mitte. Nochmal Armschienen bekommen. Oh, fickt euch. What the fuck, was war das für ein Sound? Hat sich da jemand neben mich gelegen gelegt? Hätte ich aber schon noch Schritte gehört, oh mein Gott. Ich bin gerade so paranoid. Oh mein Gott, da hat das Care Package direkt vor mir gedroppt. Ist genau in der Mitte der Zone fast. Aber ich gehe da nicht hin. Nice! Ich geh da nicht. Da kommt wahrscheinlich die Sniper her. Soll ich da hingehen? Nein. Ich camp die ab. Oh, er schmeißt sogar noch Bomben. Klar. Noch eine zweite Care Package. Weit hab ich's dahin eigentlich nicht. Die anderen aber sicher auch nicht. Der Typ bleibt in seinem Haus. Ich glaube, ich riskiere es mal dahin zu kriechen. Aber wenn ich eine Sniper bekommen würde, wäre das göttlich. Oh, ich muss sowieso kriechen. Ich bin auch in der Zone. Dann muss ich mal schnell schauen, wie die Zone jetzt aussieht. Okay, die Mitte ist jetzt... Ja, der Outpost ist jetzt auch draußen. Verdammt, da muss ich schnell gucken. Oh mein Gott, das ganze Zeug. Schon wieder so ein komischer Sound. Drei noch, drei Stück noch. Finale. Beinahe. Ja, siehst du, geht da voran. Oh, hier kommt zu Glück ein Waldstück für mich. Aber ich krieche jetzt erstmal, bis ich hier im Tal bin. Scheiß auf Griechen. Der trifft mich eh nicht auf die Range. Das Care Package dürfte irgendwo hier liegen. Ich sehe es, oh, es ist auch offen. Ich suche mir jetzt lieber einen hochgelegenen Busch, als zu dem scheiß Teil zu gehen. Vielleicht sowas hier. Fuck, ich bin tot. Glaube ich jedenfalls. Kommst du drauf? Ich will mich jetzt nicht mehr aus dem Busch rausbewegen, weil die Zone jetzt echt klein ist. Aber? Ich würde gern höher gehen. Wegen der Positionierung. Ja, das ist dann natürlich doof. Ich habe Angst, da rauszugehen. Oh, jetzt leckt's auch noch. Jetzt leckt's auch noch. Da und da. Da? Ich warte einfach ab, bis die anderen zwei sich umbringen und sobald ich an sie. Ich sehe einen, ich sehe einen, ich sehe einen. Wo bist du, Schätzchen? Er war dort oben.
Er wartet jetzt auch ab. Der hat sich da oben im Busch gesucht. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Kein freies Schussfeld. Okay, nur noch ich und der andere. Nein, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Woo! 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 Was hatte der denn so an Gier? Nice. Session lost. Woo! Hab gewonnen, Alter! Woo! Geil. Wie auch immer du das gemacht hast. Woo! Ich freue mich. Ja, meine Hacks haben sich mal ausgezahlt zum ersten Mal. Ey, ey, Winner, Winner, Chicken Dinner. und hab 2 Kills. 2 oder 3 Kills, bin ich nicht mehr sicher. Man kann doch Twitch-Streams auf YouTube exportieren, nicht wahr? Wie oder meinen? Kann man die auch runterladen, die Streams? Auf seinem PC? Und danach bearbeiten? Weil die Streams werden ja abgespeichert in der Videothek. Weiß ich gerade nicht. Ich brech mal kurz den Stream ab und mach dann wieder an, dass ich wenigstens das als eigenes hab, damit ich das mal auf YouTube exportieren kann.